Fakten über Scrubs. Dieses Video habt ihr euch schon lange gewünscht. Nein! Dr. Litchfield, bitte nicht. Dr. Cox? Und deshalb habe ich für euch ein paar Fakten zusammengesucht, die ich euch jetzt zeigen werde. Und legen wir los. Viele der medizinischen Begriffe, die in der Show verwendet werden, sind tatsächlich korrekt. Die Show hatte medizinische Berater, um sicherzustellen, dass die Dialoge und Szenen so realistisch wie möglich sind. Darüber hinaus wurden einige Szenen tatsächlich von echten Ärzten nachgestellt, um eine authentische Darstellung zu gewährleisten. Zach Braff und Donald Faison, die in der Serie die besten Freunde JD und Turk spielen, sind auch im echten Leben enge Freunde. Sie haben sogar einen gemeinsamen Podcast namens Fake Doctors, Real Friends, in dem sie gemeinsam über ihre Erfahrungen bei Scrubs die Anfänger sprechen und sich mit ehemaligen Co-Stars und Crewmitgliedern unterhalten. Das Bungee-Jumping-Stunt-Doppelpaar für Zach Braff und Sarah Chalk traf sich während der Dreharbeiten und verliebte sich ineinander. Sie sind immer noch zusammen und haben mittlerweile Kinder. Die Angewohnheit von Dr. Cox, JD mit Frauennamen anzusprechen, stammt von John C. McGinley, der seinen Nachbarn John Cusack auf die gleiche Weise ansprach. Viele skurrile Zitate des Hausmeisters wurden von Neil Flynn improvisiert, so dass Bill Lawrence manchmal einfach ins Skript schrieb, was Neil auch immer sagt.